Ein Restaurant am Grand Place der belgischen Hauptstadt. Rainer Rupp, der 8 Jahre nach seiner Verhaftung an den Sitz der NATO zurückgekehrt ist, macht zwischen 1978 und 1993 2 bemerkenswerte Karrieren. Eine als kompetenter NATO-Diplomat und eine als Verräter, als Spion der DDR. Topaz, dieser hochkarätige Edelstern im Spionagehimmel, ist ein unauffälliger Beamter, der sich in den Kulissen Brüssels und der NATO geschickt bewegt und alles verrät, was er in die Hände bekommt, 12 Jahre lang. Doch begonnen hat alles sehr viel früher, Mitte der 60er Jahre in Ost-Berlin. Die Mauer steht seit 4 Jahren. Walter Ulbricht hat seine Bürger eingesperrt, um die Massenflucht zu stoppen. Für die HVA war der Mauerbau von 1961 ein Rückschlag, denn durch ihn wird die Spionage der DDR erheblich erschwert. Die DDR ist abgeriegelt. Die Verbindungen zu den Agenten im Westen sind dadurch deutlich erschwert. Markus Wolf, Chef der HVA, erhält von der Partei und Staatsführung den Auftrag, im Westen ein neues Agentennetz aufzubauen. Der auch in der UdSSR und in der DDR ausgebildete Wolf weiß um die Schwierigkeiten und er weiß auch, dass das von heute auf morgen nicht zu machen ist. Immer und immer wieder berät er sich mit seinen führenden Offizieren. Die Situation war Anlass, natürlich nicht neu darüber nachzudenken, dass wir Kundschafter brauchen im Westen, aber intensiver darüber nachzudenken, wo brauchen wir sie und wie. Die Friedhofsstille in der eingemauerten DDR korrespondiert in keiner Weise mit der Situation in der Bundesrepublik. Die überwiegend von den Studenten getragene Revolte richtet sich unter anderem gegen die Diktatur der Generale in Griechenland und gegen die Notstandsgesetzgebung. Wir berieten darüber und es gab eben von mir auch eine solche Orientierung und dann auch praktische Festlegungen, man kann sagen, einer planmäßigen, zielstrebigen Bearbeitung der westdeutschen und Westberliner Universitäten, Hochschulen, um dort an solche junge Menschen heranzukommen. Diese explosive Situation will sich Markus Wolf zunutze machen, um künftige Spione zu gewinnen, sie langfristig aufzubauen. Zu dieser Zeit studiert Rainer Rupp in Mainz Betriebswirtschaft. Rupp ist gegen den Vietnamkrieg, gegen die Notstandsgesetze, ein Anhänger der kubanischen Revolution. Er ist gegen die Diktatur in Spanien, gegen den Schah von Persien und gegen die erstarrten politischen Strukturen in der Bundesrepublik. Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren, diesen Muff wollte man loswerden. Aber es ging um mehr als nur Muff. Mit diesem Muff wollte man verhindern, dass neue Nazis wieder an die Macht kamen. Ich demonstrierte mit den anderen gegen diese, im Grunde genommen, selbstgefährliche, selbstgerechte, scheinheilige Welt. Das Hauptquartier der HVA in Ost-Berlin. Hinter diesen grauen Mauern entsteht in der zweiten Hälfte der 60er Jahre der Plan von Markus Wolf, mit sogenannten Perspektivagenten nicht nur die politischen und militärischen Einrichtungen der Bundesrepublik, sondern auch der EWG und der NATO zu unterwandern. Generalleutnant Jenicke gehört zum engsten Kreis, ist erster Stellvertreter von Markus Wolf und er ist verantwortlich für die Anwerbung und Führung der Westagenten. Und zu diesem Kreis gehört auch noch ein anderer Mann, der Oberst Karl Rehbaum. Er wird später der Führungsoffizier von Rainer Rupp. Es ist vor allem Karl Rehbaum, der gemeinsam mit seinen Vorgesetzten die Umsetzung dieses Plans verantwortet und durchführt. Man hat ja das Ziel, Eindringen in ein NATO-Objekt, möglichst in das Wichtigste. Und diskutiert bei mehreren Absprachen über längeren Zeitraum, wie das organisatorisch und inhaltlich angefüllt werden kann, dieses Vorgehen gegen die NATO. Und im Ergebnis dieser Diskussion hat dann der Mitarbeiter die Aufgabe, einen Plan zu machen. Allmählich bildeten sich unter den Mitarbeitern Talente heraus, die besonders für solche Aufgaben geeignet waren. Und diese Vorstellungen gingen dann nicht bis zum Leiter der HVA, die gingen bis zu einem seiner Stellvertreter, in dem Falle General Jenicke, der dann Ja oder Nein zu unseren Vorstellungen gesagt hat. Eine unserer erfolgreichsten Methoden war eben die Tatsache, über längere Fristen sehr geduldig ein Objekt anzusteuern, den Menschen entsprechend zu qualifizieren, das Vertrauen zu uns herzustellen, also zu dem jeweiligen Führungsoffizier, vielleicht auch noch seinem Vorgesetzten,
um dann Schritt für Schritt den Anlauf zu machen, in die Objekte hineinzukommen. Mainz 1967, eine relativ verschlafene Universitätsstadt. Doch auch hier brodelt es. Rainer Rupp kommt an einem Tag in diesem Sommer von einer Protestaktion zurück. An dem Tag hatten ein paar Freunde und ich an einer Demonstration, ich glaube, es war gegen die Notstandsgesetzgebung, teilgenommen. Und schließlich löste sich diese Kundgebung am Bahnhofvorplatz auf. Es waren heftige Zeiten der Agitation und wir hatten nichts gegessen, nichts getrunken. Und der Wienerwald, billig, dann sind wir da rein und hatten ein Bier und eine Gulaschsuppe bestellt. Und am Endeffekt fehlten ein paar Groschen und war natürlich sehr peinlich. Dieser Mann, Heinz Schmidt, sitzt am Nebentisch und hört, dass die Studenten ihre Zeche nicht bezahlen können. Also, dann ging die Hallelei los und der Herr Rupp, Rainer Rupp, hat dann Buschikos fallen lassen. Da müssen wir eben Teller waschen hier, nicht? Und diese Art und Weise, die hat mir imponiert und habe gedacht, also, wie viel fehlt da noch? Ja, eine Mark 80. Das ist 2 Mark und 4, 5 Bier. Ja, na ja, erstmal, wenn jemand einer Gruppe Studenten eine Runde Bier ausgibt, war er automatisch nett. Nein, aber, man konnte sich auch gut mit ihm unterhalten. Wir waren ja diejenigen, die da an dem Tisch saßen, die waren also politisch interessiert. Und das war nun ein Mann, der, wenn man aus unserer Sicht damals, jemand, der Vater sein könnte, war automatisch konservativ. Denn nur solche Erfahrungen hatte man im Grunde genommen mit dieser anderen Generation. Und hier saß jemand, mit dem konnte man sich auf einmal wunderbar verstehen. Und es stellte sich heraus, dass der sogar in der Nähe lebte, wo ich meine Studentenbude hatte. Und haben uns dann einen Tag später oder 2 Tage später nochmal getroffen. Über die Zeit hinweg haben wir uns angefreundet, ja. Noch immer weiß Rainer Rupp nicht, dass Heinz Schmidt für die HVA in Mainz auf der Suche nach möglichen Agenten ist. Die beiden Männer treffen sich immer wieder und es sehr viel später gibt Schmidt, sich zu erkennen. Das hat ein ganzes Jahr lang gedauert. Und er hat immer wieder Vorbehalte gehabt. Also er hat nicht sofort akzeptiert. Also gegenüber der DDR war er. Hatte ich halt ein sehr distanziertes Verhältnis bis zu dieser Zeit. Und DDR war eher so was Abschreckendes. Er hatte da große Schwierigkeiten, diese Hürden abzubauen. Und das war zunächst mal eine Riesenstrampelei, ich will das mal so bezeichnen, um ihn auf die richtige Spur zu bringen. Er wollte etwas von mir, was ich durchaus auch gewillt war zu geben. Und dann habe ich ihm zu mir gedacht, du hast Vorurteile gegenüber der DDR, fahren wir doch mal hin. 1968 reisen der Student und der Anwerber tatsächlich in die DDR. In Berlin setzen sie sich in die S-Bahn und fahren vom Bahnhof Zoo zum Bahnhof Friedrichstraße. Dem jungen Studenten aus Mainz ist die Situation noch immer nicht ganz geheuer. Er hält die DDR für eine Diktatur. Was Rainer Rupp nicht weiß, ist, worauf er sich einlässt. Als die beiden Männer in diesen letzten Tagen des Jahres 1968 in die DDR einreisen, ist die Invasion der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei 3 Monate alt. Rainer Rupp schreckt das nicht ab, der Grenzübertritt verläuft völlig normal. Ich sage, pass auf, das ist eine relativ brisante Sache, aber von der Sicherheit her kann dir gar nichts passieren. Du kriegst einen anderen Pass und reist in die DDR mit mir zusammen ein. Das hat er akzeptiert, ja. Und dann ist Rainer Rupp zum ersten Mal in seinem Leben in der DDR. Ziemlich ratlos, ein wenig eingeschüchtert, aber sehr neugierig. Ja, das war so the point of no return, also der Punkt, an dem man nicht mehr zurück kann, ja, der ist überschritten. Die HVA hat alles vorbereitet. Ein bevorzugter Agententreffpunkt ist das Hotel unter den Linden. Wie viele Westagenten hier schon angeworben wurden, ist nicht bekannt. So wie bei diesem ersten Mal fährt er mit Heinz Schmidt in den folgenden Monaten mehrfach in die DDR und immer wieder treffen sie sich mit dem Mann,
der für die HVA die Strippen zieht. Hallo? Oberst Dr. Jürgen Rogalla im Hotel unter dem Linden. Die Agentenwerber der DDR sind nette Leute. Sie sind umgänglich, bedrängen den jungen Studenten aus Mainz nicht. Die Überzeugungsarbeit beginnt. Rainer Rupp kam und war schon von der Notwendigkeit des Sieges des Sozialismus und der Erhaltung des Friedens sehr überzeugt. Und es ging eigentlich darum, auf welchem Weg man den größten Beitrag oder mit welchen Mitteln man den größten Beitrag leisten kann. Bei dem ersten Besuch, glaube ich, ging es lediglich um eine Mitarbeit oder Zusammenarbeit oder Arbeit für das Zentrum für Dokumentation. Die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen auf bestimmte Entwicklungen und für ihre Ziele zu gewinnen der Studentenbewegung. Während naturgemäß, also die Aufgabe eines Aufklärungsdienstes natürlich darin besteht, auf geheimen Wege, das heißt also mit illegalen Methoden, in Kommandozentren vorzudringen. Und diese Frage, welche Methoden nun am besten sind und welche am wirkungsvollsten sind, das war natürlich also der Hauptinhalt der Unterredung. Haben Sie ihn überzeugt? Ja. Natürlich war ich da dabei, habe ich gesagt, da mache ich mit. Und im Nachhinein ist mir natürlich klar, dass man mich auf diese Art und Weise auf eine andere Schiene vorbereitete. Rainer Rupp macht also mit. Er soll Spion der HVA werden und inzwischen ist er überzeugt, das Richtige zu tun. Und mittlerweile auch davon, in der DDR bleiben zu wollen. Das aber lehnt Jürgen Rogalla strikt ab. Er braucht einen Agenten bei der NATO. Der soll Rainer Rupp werden. Rupp unterschreibt mit seinem Klarnamen und sein erster Deckname ist Mosel. Der Plan der HVA hat beispielhaft funktioniert. Ein Perspektivagent ist gefunden, doch ob er jemals in die NATO hineinkommen wird, ist noch völlig ungewiss. Ohne Druck, ohne Erpressung, ganz freiwillig hat sich Rainer Rupp verpflichtet und wird von nun an bei allen seinen weiteren Schritten in den nächsten 21 Jahren von der HVA geleitet, gesteuert und eingesetzt. Niemand im Westen weiß etwas, niemand ahnt etwas. Bis zum Schluss von Rainer Rupps Agententätigkeit wird der HVA-Mann Karl Rehbaum ihn führen. Und Heinz Schmidt bildet Rupp die nächsten Jahre aus. Erst sehr viel später wird Schmidt Kurier. Die Ausbildung zum Spion beginnt. Immer wieder kommt Rupp in den folgenden Monaten nach Ost-Berlin und wird unterwiesen, wie man Filmrollen versteckt, welche Behälter es gibt, wie sie eingesetzt werden, wie man mit Kleinbildkameras auf Spezialfilmen fotografiert. Der junge Mann erweist sich als erstaunlich geschickt. Nichts will er dem Zufall überlassen, alles perfekt machen. Seine Ausbilder und Führungsoffiziere sind begeistert und sie weisen ihn an, sein Studium fortzusetzen in Brüssel. Er schließt es ab und wird danach vorübergehend Chef einer kleinen Handelsbank. Der sprachgewandte junge Mann sammelt internationale Erfahrung und kommt in die richtigen Kreise. Das Ziel verlieren weder er noch die HVA aus den Augen. Rupp alias Mosel soll auf offiziellem Weg bei der NATO anfangen. Im Januar 1977 wird Rainer Rupp vom Verteidigungsbündnis in Brüssel eingestellt. Er ist in den folgenden Jahren im Sekretariat des Generalsekretärs für wirtschaftlich-militärische Fragen zuständig, eine Schlüsselstellung. Mir war damals schon klar, dass die Amerikaner die NATO als Instrument benutzen zur Dominierung Westeuropas und als Speerspitze für den Druck auf Osteuropa. Wenn man dann das Ganze noch vor dem Hintergrund der nuklearen Bedrohung, die latent über uns ja dauernd schwebte, sah, wenn man dann angeboten bekommt, man kann vielleicht etwas dazu beitragen, dass das nicht eskaliert, ja, wer hätte das nicht angenommen? In Bonn wird die Aufgabe der NATO natürlich ganz anders gesehen. Undenkbar erscheint, dass ein Ostagent an prominenter Stelle platziert werden könnte. Es ist gelungen, an einer Schlüsselstellung des Bündnisses jemanden unterzubringen, der durch seine Arbeit über viele, viele Jahre in der Lage war, auch Material zu beschaffen, mit dem er ursprünglich vielleicht nichts zu tun hatte. Er konnte auch in Umgebungsbereiche aufgrund seiner Stellung mit eindringen und deshalb war er auch gefährlich. Und ausgerechnet Markus Wolf ist es, der die beginnende Karriere seines Top-Agenten bei der NATO 1978 fast zum Scheitern bringt. Wolf wird in Stockholm fotografiert, der Spiegel veröffentlicht sein Bild. Naja, diese, wenn Sie wollen, diese Schwedenreise 78 war ja, wenn man eine meiner persönlichen Niederlagen. Und natürlich musste man
dann damit rechnen und davon ausgehen, dass eine solche Observation auch bei anderen Besuchen und bei anderen Treffen mit wichtigen Quellen erfolgt sein konnte. Für Rainer Rupp ist das eine denkbar unangenehme Situation. Wird er auch überwacht, ist man schon längst hinter ihm her? Die HVA befürchtet, dass die Enttarnung ihres Chefs kein Einzelfall ist. Auch Rainer Rupp spürt, dass Ostberlin sehr besorgt ist. Er weiß noch nicht, was sie in dieser Situation mit ihm vorhaben. Rupp wurde daraufhin ruhig gestellt und nicht nur Rupp. Und als wir die Gewissheit hatten, dass wir nicht in die Aufmerksamkeit geraten sind, dann haben wir die Verbindung wiederhergestellt und haben weitergearbeitet, als wäre nichts gewesen. Glück gehabt, ne? Ja, Glück gehabt haben wir natürlich. Es hätte auch anders ausgehen können. Der NATO-Rat in Brüssel. Ganz sicher kann sich die DDR nicht sein, dass Rainer Rupp unentdeckt bleibt. Und Markus Wolfs Enttarnung löst noch eine weitere Reaktion aus. Eine andere NATO-Spionin bekommt so viel Angst, dass sie mit ihrem Mann in die DDR flieht. Die HVA nutzt das zu einem ziemlich geschickten Ablenkungsmanöver mit Ursel Lorenzen. Und die gibt in Ost-Berlin eine von der HVA inszenierte Pressekonferenz und erregt damit große Aufmerksamkeit in Ost und West. Genau das ist von den Männern um Markus Wolf beabsichtigt. Sie wollen von ihrem eigentlichen Top-Spion ablenken. Es musste der Eindruck entstehen, das war's dann. Der DDR ist eine wichtige Quelle verloren gegangen, wenn es auch nicht so war. Doch dabei belässt es Karl Ribom nicht. Er ändert den Decknamen von Rainer Rupp. Von nun an heißt der nicht mehr Mosel, sondern Topaz. Man war irritiert. Man hat Mosel Lorenzen zugeordnet und nicht den späteren Topaz. Ende der 70er Jahre ist die Hochzeit des Kalten Krieges und der Aufrüstung in Ost und West. Der Warschauer Pakt rüstet mit Interkontinentalraketen auf. Die UdSSR ist zu diesem Zeitpunkt in Afghanistan einmarschiert und hat allein in der DDR rund 350.000 Soldaten stationiert. Und dann die Antwort der NATO. Ende der 70er Jahre wird der Doppelbeschluss gefasst. Entweder die Sowjetunion rüstet ab oder der Westen rüstet ebenfalls auf mit Pershing- und Cruise-Missile-Raketen. Topaz bringt sich in den Besitz der streng geheimen Dokumente. Sie umfassen die gesamte Planung für die Stationierung der Raketen. Das gelingt ihm nicht zuletzt deshalb, weil er ein hoch angesiedelter Mitarbeiter im Generalsekretariat ist. Niemand schöpft Verdacht. Die Unterlagen sind hochbrisant. Nur wenige haben Zugang. Er fotografiert die Dokumente in seinem Brüsseler Büro, bringt sie zurück, steckt die Filmrollen ein und nimmt sie mit nach Hause. Die HVA in Ost-Berlin teilt Rainer Rupp in Brüssel mit, wann und wo er den Kurier treffen soll. Sie haben ein Telegramm fertig gemacht, ein verschlüsseltes, und haben per Funk, per einseitigem Funk, die Treffvereinbarung, also den Tag, den Ort und die Uhrzeit bestätigt. Topaz hat die Benachrichtigung erhalten und er entschlüsselt sie. Er macht sich auf den Weg ins nahegelegene Antwerpen. Dort soll er in einem Restaurant im Zentrum der Stadt den Kurier Heinz Schmidt treffen. Dann ist er auf die Toilette gegangen und ich hinterher. Dort haben wir uns ohne ein Wort zu wechseln, habe ich zunächst einmal die Filmrollen oder Dokumente, waren fast ausschließlich Filmrollen, gesichert. Ich habe sie in Empfang genommen und zwar ganz rustikal in die Hosentasche gesteckt und bin dann erstmal in mein Hotel und habe die verbunkert. Unbemerkt, unerkannt macht sich Heinz Schmidt auf den Rückweg in die DDR. Mehr als 100 Mal ist er jetzt zwischen den verschiedenen Treffpunkten hin und her gereist, viel zu häufig. Das ist sehr riskant. Trotzdem klappt es auch diesmal. Doch danach ist der Kurier verbrannt. 1980 wird er abgelöst. Zur Ausrüstung bei mir gehört ein Fotoapparat.
Das war kein Container. Aber wenn nur jemand nur die Filmrollen gehabt hätte und kein Fotoapparat, dann war es ja auch schon verdächtig. Der NATO-Doppelbeschluss ist auf Mikrofilm in Ost-Berlin angekommen. Einen vergleichbaren Agenten hat die HVA nicht. Entsprechend begeistert ist die politische Führung. Erich Mielke und Markus Wolf stehen blendend da. Und natürlich auch Wolfs Stellvertreter Generaloberst Werner Grossmann. Er gehört zu diesem Zeitpunkt zu den bestinformierten Offizieren innerhalb des Aufklärungsapparates, dessen Innenleben er wie kein anderer kennt. Er weiß um den Wert der von Topaz gelieferten Dokumente. Ja, für uns waren das, wir sprechen mal neudeutsch, Highlights, solche Informationen zu erhalten. Erstens haben wir das natürlich mit großem Interesse selbst zur Kenntnis genommen, wussten aber sofort, dass das natürlich für die Militärs insbesondere von ganz großer Bedeutung ist und haben die Informationen entsprechend bearbeitet und auch weitergeleitet. Moskau, ein paar Tage später. Der NATO-Doppelbeschluss ist auf seiner Reise nach Osten in der sowjetischen Hauptstelle angekommen. Generaloberst Grossmann hat dafür gesorgt, dass das Material auf schnellstem Wege an das KGB weitergegeben wird. Ohne Topaz hätten wir die Situation im Westen schlechter gekannt. Wir hätten weniger gewusst über die Militärorganisation, die Absichten und Pläne des Westens, also der NATO. Unsere außenpolitischen Schritte wären weniger durchdacht gewesen. Denn als wir erfuhren, wie sich die NATO aktiv auf eine militärische Auseinandersetzung vorbereitet, konnten wir die erforderlichen Schritte unternehmen, um die Situation zu beruhigen, diesen Dingen vorzubeugen. Also ohne Topaz wären viele unserer Maßnahmen weniger zweckmäßig ausgefallen. Die Bedeutung von Topaz auf diesem Gebiet war wirklich enorm. Wir merkten natürlich, dass das Wissen aus der NATO für sie natürlich von enormer Bedeutung war. Wir hatten durch Rainer Rupp die Stationierungsorte erfahren, der Pershing II und auch der Cruise Missiles. Ich würde sagen, Rainer Rupp hat die NATO ausgeweitet, sagt Chefermittler von Langsdorff aus heutiger Sicht. Die sowjetische Partei und Staatsführung zieht seinerzeit aus dem NATO-Doppelbeschluss die Konsequenzen. Trotz des Krieges in Afghanistan und trotz erheblicher wirtschaftlicher Probleme rüstet sie weiter auf. Sie vergrößert die Zahl ihrer Interkontinentalraketen und modernisiert im Zuge des Wettrüstens diese strategischen Waffensysteme. Rund um die Hauptstadt wird die Raketenabwehr ausgebaut, ständig in Alarmbereitschaft gehalten, ständig trainiert. Mitte der 80er Jahre besteht dieses Abwehrsystem aus zwei Ringen rund um Moskau. Die Sowjets sind sich darüber im Klaren, dass ihre gewaltige Aufrüstung vom Westen nicht unentdeckt bleibt. Umso wichtiger ist es für sie zu wissen, was die NATO über den Warschauer Pakt weiß. Darin liegt, bis zum Zusammenbruch der kommunistischen Systeme, die große Bedeutung von Topaz für die Regierungen in Moskau und Ost-Berlin. Immer wieder trifft sich Rainer Rupp mit seinem neuen Kurier Dr. Heinz Sacher, ob in Griechenland, der Türkei, Portugal oder vorzugsweise im Zoo von Antwerpen. Vorsichtig geschätzt verrät Topaz in den 12 Jahren seiner Spionagetätigkeit mehr als 10.000 Seiten geheimster NATO-Dokumente an die DDR. Und da er obendrein noch alle 6 Wochen Dienst im Lagezentrum macht, hat er Zugang zu den aktuellsten militärischen und politischen Berichten. Rainer Rupp weitet die NATO nicht mehr aus, er verrät sie. Nur seine Frau weiß, was er macht. Auch sie arbeitet bei der NATO. Aber sie will, dass er aufhört. Er lehnt es ab. Das Problem mit Spionen ist, dass sie an sich alle Verräter sind. Und das müssen sie sein, sonst könnten sie ihre Arbeit nicht tun. Was immer ihr Hauptgrund ist, warum sie es tun. Um zu arbeiten, müssen sie etwas vorgeben, was sie nicht sind. Und daher müssen sie die Freunde oder die Bekannten, die sie machen, von denen sie Informationen brauchen, würden sie diese verraten. Denn man vertraut Menschen. Das kann man mit Spionen nicht. Und daher, wenn man dann herausfindet, dass diese Leute eigentlich Verräter waren, liebt man sie nicht. So ist das mit Verrätern, sagt Frederik Bonner. Doch Rupp hat nie Informationen über Kollegen und Vorgesetzte an die HVA weitergegeben. Keine Menschen verraten. Bonner hat lange als Generalstabsoffizier bei der NATO gearbeitet und war danach Chefredakteur einer militärpolitischen NATO-Zeitschrift. In dieser Funktion hat er Rupp kennengelernt. Aber auf jeden Fall war er mir interessant, da er Deutsch und Englisch gut sprach und gut schrieb. Und für mich war das Englische natürlich wichtig, da die Zeitschrift eine englisch sprechende Zeitschrift ist. Und
er über viele interessante Sachen, dass es eine militärpolitische Zeitschrift war und ist, er über solche Sachen schreiben konnte. Rainer Rupps ununterbrochener Verrat erreicht in der zweiten Hälfte der 80er Jahre den Höhepunkt seiner Spionagetätigkeit. Er beschafft das Dokument MC-161. Daran steht alles, was die NATO militärisch und politisch über den Warschauer Pakt weiß und wie sie dessen Lage einschätzt. Topaz gelangt unter anderem deswegen an diese geheimen Unterlagen, weil seine Tarnung nach wie vor perfekt ist. Obwohl die HVA Rupp über Jahre hinweg viele hunderttausend Mark zahlt, wohnt er im Brüsseler Stadtteil Trevuren in einem bescheidenen kleinen Haus. Ja, es war eine schöne Zeit. Hier waren unsere Kinder groß geworden und hier geboren. Die ersten Jahre ihres Lebens haben sie hier verbracht und hier im Garten gespielt. Das sind schöne Erinnerungen, ja. Schöne Erinnerung. Die Wirklichkeit war ganz anders. Wenn Rainer Rupp die vielen NATO-Dokumente nicht in seinem Büro fotografiert, nimmt er sie einfach mit nach Hause. Die Kontrollen im NATO-Hauptquartier in Brüssel sind überaus nachlässig. Im engen Weinkeller seines Hauses lichtet er hunderte von Seiten ab und nimmt sie am nächsten Morgen wieder mit zurück ins Büro. Das war ein ganz primitiver kleiner Keller, nur um sicherzustellen, dass man nicht von Kindern überrascht wird oder jemand anders, wenn mal wer im Hause ist, musste man sich da auf sowas zurückziehen, klar. Das meiste habe ich halt eben in meinem Büro gemacht, in der NATO vor Ort. Ich hatte da eine Technik entwickelt und ich hätte eigentlich nicht entdeckt werden können. Das meiste habe ich sogar mit offener Tür gemacht, zum Gang. 1988. Militärexperten wie Oberst Wolfgang Mayer ahnen nichts von dem Spion. Oberst Mayer kennt Rupp und der Offizier weiß, welche Bedeutung das Dokument MC-161 hat. Das war eigentlich das jährlich herauszugebende Dokument, das den augenblicklichen Stand der Erkenntnisse der NATO über den Warschauer Pakt und die Sowjetunion zusammenfasste. Allein die Erarbeitung dieses Dokuments dauert Wochen. Das soll nun nicht eine Hervorstreichung unserer Tätigkeit sein, aber es kann nicht anders gesagt werden, dass wir zeitgleich mit dem NATO-Generalsekretär die Verteidigungsplanung auf dem Tisch hatten. Da kannte die Dokumente auch nicht früher als wir. Dekorier Dr. Sacher und Oberst Karl Rehbaum gehören in diesem Jahr zu den erfolgreichsten Männern der HVA. Ihr nun seit Jahren unentdeckter Spion ist mit dieser Lieferung zu ihrer wertvollsten Quelle geworden. Aber ich wusste schon, worum es geht. Und ich meine schon, dass er einen wesentlichen Beitrag, wenn man das so formulieren will, geleistet hat, damit Misstrauen vor allem von östlicher Seite abgebaut wurde. Er hat ganz klar gesagt, dass die NATO und speziell die Amerikaner keine Absicht haben, den Osten zu überfallen. Und Generaloberst Werner Grossmann? Er geht mit dem MC-161 sofort zu seinem Minister Erich Mielke, der ihn ungeduldig in seinem Büro erwartet. Dann habe ich hier Platz genommen, dann habe ich ihn angeschaut, habe ihn das auf den Tisch gelegt, habe gesagt, Genosse Minister, unsere Quelle Topaz hat uns eine ganz wichtige Information übermittelt. Ich gebe sie Ihnen hier zur Kenntnis. Das ist das Dokument MC-161 von der NATO. Hiermit hat die NATO ihre neue Strategie beschlossen und dokumentiert, festgelegt. Und aus dem Dokument ist auch ersichtlich, welche Erkenntnisse die NATO über die Lage im Warschauer Pakt der einzelnen Staaten, auch den Zustand der Streitkräfte hat. Er hat angefangen zu lesen, aber schon nach der Überschrift reagierte er euphorisch und er wird also sofort reagieren und das nach Moskau schicken. Moskau, die Lubljanka, Sitz des KGB. Ein paar Tage danach. So einen Spion wie Topaz hätten die führenden Männer des KGB auch gern gehabt. Hatten sie aber nicht, weshalb seine Informationen von noch größerer Bedeutung für sie waren. In der Führungsetage des KGB, Armeegeneral Wladimir Kruschkow, der frühere Leiter der Auslandsaufklärung, ist mittlerweile Chef des KGB geworden. Als er in seinem Büro in den NATO-Papieren mit höchster Geheimhaltungsstufe blättert, wird ihm klar, was der Westen alles über den Warschauer Pakt weiß. Wenn ich dieses Material charakterisiere, kann ich sagen, es war erstklassig. Denn es deckte die militärpolitische Orientierung, die Ausrichtung und die Absichten der NATO auf. Das hatte für uns große Bedeutung. Zweifellos ist dieser Schaden Gott sei Dank dadurch begrenzt worden, dass der Ernstfall nie eingetreten ist. Aber
wäre der Ernstfall eingetreten, wäre der Schaden gar nicht übersehbar gewesen. Viel anfangen können die Regierungen Moskau und Ost-Berlin mit diesem Wissen allerdings nicht mehr, das System bricht zusammen. Auch die beiden alten Generale können da nichts machen. Der Sturm des Protests fegt sie hinweg. Auch für Grossmann und Jenicke brechen andere Zeiten an. Nicht einmal das Eindringen in das MFS können sie verhindern. Doch die Aktenvernichtung ist schon längst im vollen Gange. Das wird auch höchste Zeit, denn das MFS steht kurz vor seiner Auflösung. Wir hatten alle Hände voll zu tun, zu sichern, dass niemand in Besitz der Namen unserer Quellen, in Kenntnis über deren Existenz und also bürgerlichen Existenz und deren Position gelangt, und waren schon zu diesem Zeitpunkt dabei, alles Unnötige zu vernichten. Doch eines können sie nicht verhindern: Verrat. Januar 1990. Oberst Dr. Heinz Busch, der bei der HVA das von Topaz gelieferte Material ausgewertet hat, läuft zum Bundesnachrichtendienst über. Er weiß, dass es Topaz gibt, und er weiß, dass der seit Ende September 1989 abgeschaltet ist. Der einstige Karriereoffizier der DDR, Busch, hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich in Berlin für die HVA am runden Tisch sitzen sollen. Busch kannte natürlich eine Quelle in der NATO, denn er hatte alle Informationen, die von da kommen, in die Hand bekommen und wusste auch den Decknamen Topaz. Und als er zum BND überlief, Anfang 1990, im Januar, hat er natürlich all sein Wissen bekannt gegeben. Also für uns auf der NATO-Seite, wenn ich das mal so sagen darf, war er insofern wichtig, als er uns das ganze Ausmaß der Kenntnisse der Hauptverwaltung Aufklärung deutlich gemacht hat. Der Mann kannte sich in den Verfahren der NATO-Streitkräfteplanung aus besser als mancher NATO-Soldat. Für Rainer Rupp wird es langsam eng. Noch ist er nicht entdeckt, aber man ist ihm auf der Spur. Wieder ist er ständig unterwegs, obwohl abgeschaltet, hält er seine Tarnung aufrecht. Als NATO-Funktionär, als militärpolitischer Experte, als Familienvater zurückgezogen, unauffällig lebend. Das war wie ein Phantom am Anfang, das immer stärker eingegrenzt wurde. Unter der Leitung von Bernd Schmidt-Bauer kommen in den folgenden Jahren im Bonner Kanzleramt immer wieder die Chefs der Nachrichten und der Geheimdienste Deutschlands und der NATO, Vertreter der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamtes zusammen. Ihr einziges Thema ist: Wer ist Topaz? Wie können wir ihn kriegen? Bei uns wussten alle Dienste Bescheid über diesen Fall, der eine sehr, sehr hohe Priorität hatte. Ich hatte einige Gespräche mit Manfred Werner damals. Wir hatten Gespräche mit anderen zentralen Personen des Bündnisses. Und es war klar, dass wir alles konzentriert haben, diese Person zu identifizieren und zu verhaften. Und der Aufwand, der getrieben worden ist, um diesen Mann zu identifizieren, war größer als jeder andere Aufwand, den ich in einem anderen Verfahren erlebt habe. Es gab eine Gruppe, in der sämtliche Dienste zusammensaßen, nicht nur die Deutschen, auch die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen, NATO Office of Security. Jeder versuchte, seinen Beitrag zu leisten, um Rupp zu finden. Dass Rainer Rupp schweigend und im Hintergrund mit am Tisch saß, wie wir später erfahren haben, das konnten wir natürlich nicht wissen. Karl Rehbaum, der frühere Führungsoffizier von Topaz und mittlerweile außer Diensten, trifft 1991 in Luxemburg seinen ehemaligen Spitzenmann ein letztes Mal. Ungefährlich ist das nicht. Beide Männer wissen, die Verfolger rücken immer näher. Der alte Oberst ahnt, was kommen wird, zumal Rainer Rupp sich auch nicht nach Russland absetzen will. Was gibt es da noch zu bereden? Wir haben ja alle persönlich gespürt, wie intensiv die Ermittlungen liefen, welche Anstrengungen gemacht wurden, um ehemalige Mitarbeiter zu Verrätern zu machen. Und
Es konnte also nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es zu einer Festnahme, zu einer Entdeckung unserer Festnahme kommt. Insofern war es auch gut, dass wir uns noch mal gesehen hatten und noch mal austauschen konnten über das Verhalten gegenüber solchen Eventualitäten wie Aufarbeitung, Festnahme und so weiter. Doch die HVA hat auch nicht alle ihre Unterlagen vernichten können. Das wird für Rainer Rupp noch sehr gefährlich. Minutiös wurde in der Mannenstraße alles und jeder aufgelistet in zwei wichtigen Karteien, und die sind das Herzstück der HVA. Auf bisher unbekannten Wegen gelangen sie in den Besitz des CIA. Dazu gehört auch alles, was Rainer Rupp ausspioniert hat. Und es sind genau diese beiden Karteien, die im Endeffekt den Westen in die Lage versetzen, den Spion zu enttarnen. Die letzten Beweise lieferte dann diese aufgrund dieser sogenannten Aktion Rosewood in die USA geratenen Karteien der HVA. Ja, das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. Die USA sind auf irgendeine Art und Weise in den Besitz der F-16-Kartei und der F-22-Kartei gelangt, des MFS, der HVA. F-16 ist die Namenskartei und die F-22 ist die Vorgangskartei, das heißt, wie viele Akten und... Und das beides kombiniert. Auf der 22 war ja kein Klarname, aber auf der 16 waren die Klarnamen. Das beides kombiniert ließ dann natürlich Schlüsse zu auf Personen speziell. Für die westlichen Geheimdienste ist das der Schlüssel, an Topaz heranzukommen. Als unser Gutachter in Sachen Landesverrat mir sagte, um wen es ging, war ich doch etwas verblüfft. Ich sah sofort sein Gesicht vor mir. Anderen ergeht es ähnlich. Der Mann ist einfach zu unauffällig, besessen von dem, was er tut. Und ebenso unspektakulär, wie er als Spion war, wird Rainer Rupp auch verhaftet. Mit seiner Situation hat er sich abgefunden. Der Agent ist am Ende. Dann allerdings kam das nächste Problem, werden wir seiner und seiner Ehefrau habhaft? Sie saßen ja in Brüssel. Also, dann kam ein kluger Polizeibeamter auf die Idee, dass seine Mutter einen Jubiläumsgeburtstag hatte. Wir haben dann ihr Telefon überwacht, haben dann festgestellt, er kommt zum Geburtstag, und bei der Gelegenheit haben wir dann zugeschlagen. So wie er sich verhalten hat zum Schluss, fühlte er sich total in Sicherheit. Keiner hat damit gerechnet, dass es vor einer Enttarnung stand und dass die Verdichtung so groß war, dass praktisch der Fall gelöst war. Sonst hätten sich die Beteiligten völlig anders verhalten. Wir hatten auch das Gefühl, dass er vielleicht was ahnte. Er hatte in einem Gespräch mit der Mutter gesagt, ich komme nicht. Man kann sich vorstellen, bei denen, die abgehört haben, blankes Entsetzen. Und dann sagte ihm seine Mutter, die sehr energisch war, als ich erwarte, dass meine Kinder an diesem Geburtstag hier versammelt sind, im Abhörraum allgemeiner Beifall. Und dann kam er halt. Im Sommer 1993 findet der Prozess in Düsseldorf statt. Rainer Rupp ist in vollem Umfang geständigt. Erst während der Verhandlung wird klar, wie gravierend sein Verrat war, welches Ausmaß er hatte. Das Gericht verurteilt ihn zu 12 Jahren Freiheitsstrafe wegen Landesverrats, seine Frau zu 1,5 Jahren auf Bewährung. Insgesamt waren wir der Meinung, dass 6 Jahre nach Ende der DDR die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Spionage nicht mehr zeitgemäß gewesen wäre. In Amerika wäre er erschossen worden, möglicherweise. Ja, habe ich keinen Zweifel. Übrigens, umgekehrt in der ehemaligen DDR auch. Warum? Es wühlt mich sehr auf, ja. Warum? Es sind halt eben die Momente, die mir wiederkommen, in denen sich mein Leben entscheidend geändert hat. Und nicht nur mein Leben, sondern auch Einfluss hatte auf all die Menschen, die ich später kennenlernte. Meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, die ich vorher hatte. Puh.
Und vielleicht war mir dieses Element damals zu dieser Zeit nicht so bewusst. Ich dachte, okay, hier stehe ich als junger Mensch, bin bereit, mein Leben dafür zu geben oder meine Jahre im Gefängnis dafür zu verbringen. Aber an all die anderen Menschen hat man damals nicht gedacht. Viele hat man ja noch gar nicht gekannt. Im Sommer des Jahres 2000 wird Rainer Rupp vorzeitig auf Bewährung entlassen. Er ist nichts mehr. Kein